Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Willkommen zurück zur Primal 5. Wieder die Bescheidgebung am selbigen Tag. Wurde dies gesehen, so seid ihr auf dem aktuellen Stand. Und heute Abend geht's weiter. Es wird geprimalfiert um 17 Uhr auf twitch.tv/k mit 4 A's oder auf k.tv. Wir sehen uns. Viel Spaß mit dem Video. Tschüss. Welcome. Nicht to Rust, sondern to Hell. Witzig ist, dass meinem Charakter nicht mal heiß ist. Wo waren wir denn stehen geblieben? Wir haben zuletzt den Dulli hier getappt. Es ist so laut. Ich muss gerade einen Trick anwenden. Für die, die es nicht wissen, um das zu beheben. Oh Gott, ist das dunkel. Um das zu beheben, muss man... Der Rudolf passt hier nicht raus. Ich kotze. Muss man... Na! Um das zu beheben, muss man einmal aus der Render Distance, dann klappt das wieder. So, wir haben den Kollegen von gestern, von letztem Mal gar nicht ausgetestet, ne? Ah, das Vieh ist schnell. Kann man ja auf Movement Speed leveln? Eieiei. Ich finde den Rudolf immer noch besser. Ich würde, glaube ich, für den Anfang sagen, lass uns mal um einen Rudolf kümmern. Und dann schauen wir weiter, was wir so machen. Weiter geht es, du Schweinkehle. Ja, weiter geht es, ich Schwein. Warte mal. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, ihn zu verlieren. Aber lass uns zumindest mal ein bisschen... Ich habe die Damage-Zahlen jetzt anders. Lass uns zumindest mal gucken, wie hier so der Damage ist. Der hat da gerade einfach... Warum? Hä? Oh, ein Mord. 9 Tode. Passt auf, ich habe insgesamt gerade 9 Tode. Ja, der nächste Tod bedeutet 5 Subs an euch. Plus... wieder 3 neue Tames zur Wahl. Ich finde übrigens, wir müssen kurz, was haltet ihr davon? Hatten wir das gerade schon? Ich weiß es nicht genau. Eine Person hatte vorgeschlagen auf YouTube, dass wir, wenn ein Tame rausgevotet wurde, dieser Tame nicht mehr zum Vote aufgestellt werden darf. Bedeutet, das letzte Mal wurde rausgevotet ein Toxic Dodo. Heißt, Toxic Dodo darf beim nächsten Mal nicht wieder in die Liste aufgenommen werden. Also, ja, müssten wir sagen, es muss mindestens ein Alpha Dodo oder sowas sein. Und so würde es das Ganze immer weiter nach vorne treiben, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo es dann heißt, wir müssen, oder ich muss mir, also zwangshaft irgendwann was Gutes verlieren. Ich fände das eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ich mache kurz nochmal einen Damage-Test und dann suchen wir mal nach einem Rudolf. Ich würde gerne einen High-Level-Rudolf haben. Was passiert, wenn ich das hier mache? Das ist nicht so viel Damage, wie ich gedacht hätte. Alter, der ist echt weak. Aber der war auch nur Level 20 oder so, ne? Und wer merkt sich das alles? Ihr merkt euch das doch sowieso. Sobald irgendwas ist, krakeelt ihr doch rum. Gegen die Regeln. Dann darf dieser eine spezifische Tame nicht mehr gevotet werden oder die ganze Stufe nicht mehr. Dieser eine spezifische Tame, dachte ich. Die ganze Stufe, dann ist man ja irgendwann am Limit. Dann kann ich ja irgendwann gar nicht mehr. Mission, High Level Rudolf, Abfahrt. Furzangriff. Und, hab ich Gamma an? Nicht Gamma an, es ist trotzdem so hell, verrückt. Ich finde mega, dass die YouTube-Videos lang sind, wird das so bleiben? Die YouTube-Videos sind aktuell so lang, weil... Oh, ist das hell. Weil ich zu Chris gesagt habe, ich habe befohlen, dass er die Streams möglichst immer in ein Video packt, damit wir den Progress für euch kompakt haben. Jetzt gerade haben wir ja immer Tage dazwischen. Also der letzte Primal 4 Stream ist, wie lange her? Der war Freitag, glaube ich. Ja, da war das letzte Mal Primal 4. Und ich muss hier lang, wo fliege ich denn hin? Und ich habe extra den nächsten Primal 4 Stream so weit nach hinten geschoben, damit ich genau weiß, damit ihr genug Zeit habt aufzuholen. Und das resultiert dann halt einfach, weil in dem letzten Stream recht viel passiert ist, resultiert das halt in einem längeren Video. Das ist nicht mal so, als hätten wir das krass mit Absicht gemacht, also weil das so geplant war, sondern es hat sich halt einfach so ergeben. Da war ein Rudolf, oder? Das ist ein Rudolf. Nice. Ah, 85. Ah, ich hätte schon gerne so ein 150 plus. Was ist Max-Level gerade? Max-Level bei mir ist 150, auf dem Com-Server 600. Ich mache den Reindeer Sound Effects, gibt gute Erinnerungen zurück. Ja, ist aber nicht meiner. Ist immerhin von der Primal 4 Mod. Was übrigens eine sehr gute Mod ist. Also ein bisschen, an manchen Stellen ein bisschen chaotisch, aber... Ah! Mhm. So viel dazu. Aber verändert sehr vieles und macht einiges nochmal spannend. Im Gegensatz zu damals. Also wenn man halt viele, viele tausend Stunden PvE und PvP gespielt hat, dann ist das reine PvE irgendwann nicht mehr so die Herausforderung. Und Primal 4 frischt das nochmal ganz gut auf. Da ist ein Rudolf. Bist du der 95er? Das ist ein 90er. 90 ist auch okay. Guck, ob der One-Shot von dem Ding hier down ist. What? Nicht? Na dann so. Zack. Gute Nacht. Alter, er bleibt einfach in der Luft stehen. Was ist mit ihm? Wie findest du Arc 2? Na, wie soll ich das finden? Das gibt's ja noch gar nicht. Ich kann nur hoffen, dass es ein geiles Game wird. Aber finden kann ich es nicht.
Ich suche ja auch nicht danach. Das. Und einmal ein Tame Helper. Rein da. Friss. Okay, neuer Rudolf. Nennen wir den jetzt... Ne, der braucht einen eigenen Namen, oder? Wenn das SK Umbug ist, dann kommt der auf Lager. Und dann ist der... Wer ist er denn dann? Herausfinden. Dann ist das einfach Rudi, der Allerechte. Ich sag, wie das... Rudi. Rudi. Kann hier nicht noch so ein Mega-Raptor rumfliegen? Das wäre sehr schön. Ich gewöhne mich übrigens die ganze Zeit an den Speed von dem Rudolf, ne? Celestial, hallo. Ich werde irgendwann... Werde ich den wechseln... Und dann werde ich mir denken, scheiße, jetzt bin ich übel lahm. 30er Tech-Quetz. Schmutz. Oh, Feuer-Griffin. Also den kann, der kann zwar keine Eier, aber... Warte mal, der ist 20. Vielleicht legt er ja doch Eier. So auf komplett random. Ich meine, eintüten, warum nicht? Der kann in die Liste aufgenommen werden. Wird der da gerade von einem Skorpion-Hops genommen? Man kann ihn ja trotzdem in die Liste aufnehmen. Was wird denn das? Von Tames... Oh Gott. Von Tames, die man dann weghauen kann zur Not. Alter, der Apex-Skorpion knockt den gleich aus, wenn er so weitermacht. Okay. Wisst ihr was? Wir kommen einfach in 5 Minuten wieder. Da müssen wir nur den Skorpion irgendwie bekommen. Tamen, legt Eier. Ich meine, also irgendwer, oder was heißt irgendwer? Ich habe ein paar Mal schon gelesen, dass angeblich in Primal 4 alles Eier legt, was ein Primal 4-Ding ist. Von daher wäre ja vielleicht möglich. Was ist das? Das ist ein Parrot. Die funktionieren eh nicht. Oh, ich glaube, er hat ihn. Er hat zumindest abgelassen. Wenn Griffins nicht so schwer zu treffen wären, ey. Könnte ich vielleicht... Oh Gott. Uah! So. Scheiße, ich bin direkt aus der Render-Distanz geflogen. Das ist für ein Arsch. Ich will nicht den Dimorphodon-Agro haben. So, Kollege, komm her. Komm. Komm. Ja, genau so. Nice, der ist viel zu langsam. Weg. Aha, okay. Das wird. Oh, er haut ab. Nicht über dem Wasser. Ja, true. Wir müssen ein bisschen mehr Richtung Landesinnere treiben. Ich glaube, das passt sogar schon. Oder? Ah, das kommt hin. Das funzt. Okay, in welche Richtung drehst du dich? Nach da. Ciao. Wo ist er denn? Oh, da liegt er. Ah, der Kano. Was ist das für ein Kano? Das ist ein Alpha, ne? Apex. Fuck. Greift ein Apex Kano und Fire Griffin an? Oder ein Elemental Griffin? Boah, ich kann es nicht sagen. Wenn ich da hinsetze, dann akkut der mich vielleicht. Wenn ich mich da hinsetze, um den zu füttern. Oh, und nein, jetzt rennt er Richtung Gully. Jetzt rennt er Richtung Gully, die Sau. Retten oder riskieren? Er ist richtig lost. Okay. Komm, bitte. Bitte einfach nur einmal fressen. Einmal fressen. Komm, go. Jawohl. Oh, ich habe keine Dinger dabei. Abfahrt, komm mit. Wir haben bisher noch keine Elemental Eggs. Das macht... Mama, verlass das sinkende Schiff. Es ist dunkel. Alter, habe ich einen Celestial hinter meiner Base und einen Dämonik vor meiner Base? Ich glaube, hier war ein Dämonik. Ja, nee, das ist kein Dämonik. Okay, Glück gehabt. Das ist nur ein Buffon oder sowas. Ich glaube, der war hier irgendwo. Jetzt auf jeden Fall dick geknallt. Gefahr. Von wo kam das? Ich würde fast sagen, das war ein... Also es hat sich wie Griffin angehört. Irgendwie... Oh, ich habe hier was gehört. Das war Feuer. Der hat irgendwas ein Dingens gegrillt. Da war was. Da ist was lang gedüst. Oh lol, ein Ferox. Ja geil, der ist halt absolut unberechenbar, ne? Eier. Okay. Sagen wir mal, ich glaube, ich möchte da unten noch ein paar Gates haben. Behem of Stone Gates, bitte. Ein paar davon. Der will nur spielen. Ja, der schmeißt auch nur mit Bällen. Das ist alles Spaß. Den Griffin habe ich mitgenommen, oder? Ja. Ach, Leute, ich habe den im Infig-Keck. Moment. Ich möchte eine... Diese Station haben und die dahin machen. Und da kommt jetzt nur der Griffin rein, damit ich sehen kann, ob der Eier legt. Das erinnert mich an diese Shosh-Base von Dingens, ey. Von Arcpocalypse. Aber das sollte zumindest erstmal ein bisschen weghalten. Schauen wir nochmal nach irgendwelchen Feuer-Elementals. Lager die Steine weg. Oh, fuck. Mach ich gleich. Oh, da ist was brennt. Female 140er Megaraptor versus Dark Griffin 140. Oh. Okay, zum einen, das kann dauern. Zum anderen, der ist wahrscheinlich RIP. Es sei denn, der out-moved die ganze Zeit den Dingens. Den Griffin. Das ist Origin.
Alles, was brennt, ist interessant für mich. Vielen, vielen Dank. Das Schöne ist... Ah! Junge, was? Alter! Das Dädon, Junge, das hat einfach... Hat mich einfach kurz angebumst. Eieieiei. 9000 Torpoint, Level 20. Komm schon, bitte. Oh, fuck, daneben. Ich hoffe, die sind nicht social. Ich will eigentlich nur kurz die Level 20er versuchen zu betäuben. Das klappt ja gut, die zu treffen. Nicht. Alter, was? Ey, keine Chance. Die Hitbox ist wild von dem Vieh. Wild scheiße. Was, wenn ich die anlocke? Komm mal her, Kollege. Hat sie getroffen? Nee. Hä? Ach doch, okay. Hit. Ich darf halt meinen Boost nicht benutzen, sonst ist die Sau direkt... Oh. Ah, halb Torpor. Ich habe das Gefühl, das Vieh kann mich wahrscheinlich gar nicht treffen irgendwie. Weil einfach viel zu langsam und so. 6k Stunden. Ey, 6k Stunden hat nichts mit Scuffed Hitbox zu tun. So, gute Nacht. Oh fuck, hier ist auch gefährlich, ne? Wenn da vorne schon ein Moshpit ist, dann ist da oben auch ein Moshpit. Und dann fällt es wahrscheinlich auf mich runter. So, was fressen die Viecher? Oh mein Gott! Alter, das war... Alter, das war... Das war mindestens genau vom Feeling her so, als wenn man... Als wenn man eine Spinne getötet hat oder irgendein Insekt und du willst es wegräumen, auf einmal bewegt es sich, weil es nicht tot ist. Eieieiei. Was macht die für eine Scheiße mit ihrem Arsch, ey? Da kam Land mit. Was frisst du, du Kackvieh? Ich glaube, es hieß letztens Fleisch, ne? Da war die Klopapierrolle aber mehr als notwendig gerade. Natürlich bist du 130, ne? Du Mistvieh. Boah, hab ich mich erschrocken, ey. Hab mich so tot gesehen. Kackvieh, ey. Frisst du Fleisch? Oh, lol. Insta-Tame. Elder Dragonfly Female. Wie viel Torpor hatte die gute? Irgendwie 3000 oder so? Und die große hatte irgendwie 9 und... Oh. Junge, mach Gas! Was mit dir? Rudolf, kurz Gaspedal verloren, ey. Muss doch nur einen Schluck trinken, Mann. Ah! Flieg, Junge! Einfach abgestürzt. Pisst euch! Hey, wichtige Mission. Oh. Er hebt einfach wieder ab. Oh, Entschuldigung. Das war der Auspuff. Es tut mir sehr leid. Also so cool der Rudolf ist, ne? Das Geknalle geht mir mittlerweile auf den Sack. Ich bin froh, was anderes zu haben. Bin ehrlich. Der Nervenarsch. Das Knallen sind seine Fehlzündungen. Ja, das muss so. Das muss knallen. Okay. Give Elemental. Please. Ab ins Redwood. Da war ein Dämonik. Irgendein Megatherium. Ah, das ist Papagei, schade. Wollte schon sagen, da ist was. Tamest du diesmal unter Wasser, Dinos? Mal gucken. Kannst ja mit dem Rudolf unter Wasser fliegen. Ja, aber wenn unter Wasser, dann auch unter Wasser tamest. Ich habe so ein... Was mich so ein bisschen stört ist, bei Wassertieren und so, man tamet halt dann einen Wassertame. Aber wofür? Was macht man dann damit? Was habe ich davon? Ich habe da legit nichts von. Wenn ich mir hier irgendwas... Oh, da ist noch ein Rudolf. Vielleicht ein High Level. Wenn ich mir hier was tame, 130, ach come on, really? Let's go. Wenn ich mir hier was tame, was an Land rumläuft, dann kann ich damit auf was hinarbeiten. Origin Mac töten. Das stimmt allerdings, ne? Kann man sagen, ich muss auch den Origin Megalosaurus töten. Nicht Megalosaurus, Megalodon. Dann ist natürlich wieder eine andere Geschichte, ne? Aua, Entschuldigung. Mit dem Schelle gegeben. Müsste gehen, oder? Jawohl. Perfekt. 130, wunderbar. Mann! Alles gut, wir kennen uns nicht. Ich will mal gerade den hier machen. Dankeschön. Genau deswegen nämlich. Die Sau war nämlich full stuck. Das ist jetzt Turbo-Rudi. Ja! Und vor allem... Was schubst denn du? Asozial. Asoziales Diplopack. Ich habe gerade einen ganz unangenehmen Gedanken gehabt. Ich habe so ein bisschen einen Film davon gehabt, dass der Diplo mich in Richtung Redwood-Baum schubst.
Und auf dem Redwood-Baum sitzt ein Chaos-Tüler. Wäre cool, wenn es richtige Unterwasserbosse gäbe. Ja, ne? Absolut. Das fehlt. Fehlt wirklich da. Ich brauche ein paar Bären. Den lasse ich dann einfach hier liegen und fertig tamen den Kollegen. Irgendwann hole ich ihn hoffentlich ab. Da sollte ich keine Bären farmen. Denn ich habe leider wieder keine Taming Potion. Kannst du Bären farmen? Nein. So? Nein, schade. Nicht, dass der Diplo dem durchtäubten Rudolf hittet. Das macht ja nichts. Der macht ja keinen Damage. Also die Angst kann ich jedem Arc-Gamer nehmen, der Schiss hat davor, dass ein Diplo sein Tame wegbumst. Das Efficiency-Ruinieren funktioniert so, dass die Prozente runtergehen im Verhältnis zum Damage, den das Vieh bekommt, während es am Boden liegt. Und da der Diplo keinen Schaden macht, kann er auch die... Vanilla-Mikroraptor. Kann er auch die Efficiency nicht zerstören. Dummes Stück Scheiße von einem Vieh. Ich werde dich sowas von aus der Luft holen. Taste davon. 130er Mikroraptor, ey. Ja, es gab bestimmt jemanden, der schon mal Angst um seinen Tame von einem Diplo hatte. Da bin ich mir sicher. Das ist dieses, ne? Beam-System. Mindestens einer in den Kommentaren. Gut. Also, den holen wir später ab. Und jetzt brauchen wir immer noch Feuer. Jetzt ist hier alles voll mit Rudolfs, ne? Wetten, die sind alle High-Level, weil ich es jetzt nicht mehr brauche. Das ist ein Alpha-Kano, aber der ist auch Level 150. Come on, hier muss doch irgendwo so ein Vieh sein. Ich brauche mindestens ein. Ich fühle aber den Grind, muss ich sagen. Also den Grind des Suchens. Mit Taming-Tracker wäre ich jetzt wahrscheinlich schon bei Celestials, wenn ich mit Taming-Tracker gespielt hätte. Okay, vielleicht nicht Celestials, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist auch wieder viel zu ruhig für ein Redwood hier gerade, ne? Ah, oh, fuck. Ein Demonic Terror Bird. Nix gut. In Sicherheit. So viel zu leise. So viel so zu leise. Das war die Biene, ha? Yeah. People run, Junge. Raus hier. Oh, brock, brock. Ah, nee, Metall. Bring, bring, bring. Das war nicht so Tech-Quetzel. Warum ist hier nicht ein Megaraptor? Ich hab's Redwood durchgeguckt. Ich hab den Dingens, den Canyon geguckt. Warum werde ich nicht belohnt? Oh, vielleicht da, wo die Gigaspawns sind, hier hinten. Wobei, nee, da gibt's die nicht. Aber Wüste, oder? Was bist du denn da? Oh, lol. Ja, nee. Oh, was für 145? Wie viel hatte der? 81.000 Torpor. Das ist halt übel teuer. Da ist direkt noch einer. Fire, Female. 25. Komm her, du Schwein. Oh, oh, was war das? Was ist das? What the f... Was war denn das? Das Parasaurus? Nee. Uah. Das ist kein Parasaurus. Junge, was ist das denn? Er macht einfach das übelste Feuerwerk. Den hatte ich noch nicht gesehen. Bisher, glaube ich. Oh, shit. Oh mein Gott, Alter. Ja, da ist ein Thorny. Das ist ein Terrorbird. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber der Move, das ist ein Terrorbird, oder? Der Move war irgendwie komplett alles in die Luft schießen. 140er Terrorbird. Gab es den vorher auch schon? Oder ist der von der Edition-Mod? Weil diese Animation kommt mir neu vor, dass einer so einen auf Springbrunnen macht. Okay, wild. Okay, ich will diesen Megaraptor haben irgendwie. Der alles in Brand steckt. Lol, Demonic Morella Tops. Auch neu, oder? Junge, wo zur Hölle? Alter, Wüste ist ja komplett tödlich. Ich muss den irgendwie aggroen. Ich glaube, ich muss Primal 4 wieder spielen, ist alles neu. Es ist nicht Primal 4, was alles neu ist. Es ist diese Extra-Mod. Diese Unofficial Extras. Deswegen spiele ich das ja nur wieder. Das ist auch... Pass auf, das fängt, warte mal. Komm, du bist 145, aber let's go, du fliegst gerade so schön in der Luft. Ich muss gucken, wie viel Torpor ich dem drücke. Daneben, fuck. Oh, oh. Aber das ist gut, komm mir ruhig entgegen. Oh, oh, in welche Richtung reise ich gerade? Da! Ah! Don't. Ach man, jetzt haut er ab. Jetzt zieht er durch. Das fängt jetzt so langsam erst an, dass es interessant wird. Das Late Game ist halt neu. Das Early Game nur bedingt. Er beißt nicht, aber er spuckt Feuer. Lol. Ah! Die pure Angst wieder. Oh, fuck. Das ist nicht gut. Das kann's ja knicken. Er kriegt 6k Torpor. 81k hatte er. Ich habe 22 Pfeile. Keine Chance, geht nicht. Wir brauchen den Low Level. Ich will ihn. Der Morella Tops, Alter, wie er da... Was ist das? Demonic Hyenodon. 135. Was sieht es darum? Fire Raptor, den ich gerne hätte. Electric Griffin. Demonic Morella Tops. Ja, was für ein Moshpit. Keine Ahnung, was der da treibt.
Male Fire Raptor, der hat sich einsiffen lassen von irgendwas, von einem Caustic Griffin. 3 Meter in der Wüste, überall Demonic Shorsh. Ey, ohne Scheiß. Das ist halt, also Wüste ist halt absolut gestört. Oh, oh. Das war der Morella Tops. Der hat jetzt keinen Bock mehr gehabt. Das war jetzt, das hieß jetzt, also ich übersetze mal aus Dämonik-Sprache, hieß das, ihr haltet jetzt alle die Fresse. And so they did. Ja, geil. So viel zu meinem Raptor. Female, 55. Bleiben sie stehen. Jawohl. Wunderbar. Kommen sie her. Wow. Alter, ist der schneller als die anderen? Der ist ja komplett verrückt. Was war das für ein Sprint? Der ist ja komplett abgegangen. Nein, geh nicht zu den anderen Affen da. Ja, komm her. Hä? Oh nein, er ist abgedreht. Komm her. Aggro mich. Aggro mich. Aggro mich. Warum aggrot der mich denn nicht? Ich kann hier nichts sehen, Mann. Der Rudolf leuchtet zu krass. Okay, pass auf. So. Ah, fuck, ich hab mich getroffen. Das ist ein Archaeopteryx. Ah, das ist gar kein Mega-Raptor. Aber das ist ja egal. Der ist doch auch... Solange der Fire ist, ist ja wurscht. Fire Archaeopteryx, scheiß drauf. Hauptsache, das Ding brennt. Aber deswegen ist der so schnell. Aggro mich doch mal, verdammt. Zu früh? Zu früh. Jetzt. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ach, komm! Jetzt. Jawohl. Nicht getroffen. Ah! Okay, I got him. Naja, got him nicht. Scheiße. Ich dachte, ich hab ihn. Junge, diese rote Sicht, ey. Ach, Mann. Was ist denn mit ihm? Wie der immer noch einen Schlenker zieht. Das ist absolut räudig. Ich schieß dem voll in Lauf. Was macht der? Der zieht einfach in die andere Richtung. Das ist ein Scheißwitz. Mann, Rudolf, du gehst mir auf den Sack mit deinem Rumgeleuchte. Mann! Wissen die nicht, wie teuer meine Darts sind? Das kann nicht wahr sein. Jetzt ist der stehen geblieben. Das gibt es nicht! Ey. Ich habe noch 7 Darts. 8. Das kann nicht dein scheiß Ernst sein. Bleib stehen. Bleib stehen. Meine Fresse. Alter. Da, der ist ja noch wach. Warum schläft die Sau denn nicht? Oh mein Gott. Nein. Komm jetzt her, du Sau. Mach ich dich fertig. Ist mir egal, jetzt hab ich Schnauze voll. Oh, was war das? Kommst du her? Ist zu schnell. Jetzt fuck off! Drecksvieh! Oh oh. Da kommt. Das kommt. Oh nö, yo, what the hell? Oh Mann, nö. Wir beruhigen uns. Es kann nur noch besser werden. Alles ist in Ordnung. Die Viecher hier hinten werden den nicht aggroen. Nein, 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 auf keinen Fall. Ja, abschießen und runterlocken. Kann ich halt mit denen machen, aber nicht mit dem Dämonik, ne? Oh Gott, Junge, das scheiß Dämonik-Schwein, ey. Und der ist auf dem scheiß Stein gelandet. Wett nicht, kann ich auf seinen Impf zugreifen. Gott, die sind so schnell, wenn die mich aggroen. Ich bin so tot. Oh mein Gott, warum kommt die mir so nah? Das scheiß Schwein da, ne? Dieses scheiß Schwein. Wenn ich das andere Dädon anschieße... Dann kommt das vielleicht, weil es Social Aggro ist oder so. Der ist stehen geblieben. Guck mal, was ist denn? Komm her. Okay. Ich hab ihn. Das andere Schwein ist weit weg. Let's go. Jetzt ist der Moment. Oh, ist das hoch? Wir gehen. Oh. Alter, mein Herz. Was soll ich denn machen? Ich habe ein Leben. Ich bin geäfft, wenn ich sterbe. Da werden wieder Tames geklaut. Vergiss den Rudolf. Oh ja, der Rudolf, lol. Der ist fertig, der muss mit. Nein! Zum Glück weiß ich, wo er liegt. Rudolf, der aller... Echt, tschüss. Nice. Erfolg.
Also um das nochmal aufzugreifen, wirklich interessant mit dem neuen Stuff, wird es halt jetzt erst langsam. Und gerade, also richtig, richtig interessant wird es, wenn es über Demonic und Celestial drüber hinausgeht. Aber wir haben zum Beispiel auch jetzt so Sachen drin wie einen Celestial Giga, den wir definitiv tamen werden. Denn ihr wisst, Giga gibt Klicks. Und ein Celestial Giga, das stinkt nach 100.000 Aufrufen. Nee, das nicht. Ich meine, der ist neu und warum nicht? Gut, let me see. Also, wir haben noch einen Kibbel. Wir brauchen noch mehr von diesen Raptoren. Ich würde, glaube ich, vielleicht sogar noch mal in die Wüste gehen. Ich bin jetzt nur direkt zurückgegangen, um das Ding safe einzupacken. Ich glaube, ich... Warte mal, ich mache noch ein, zwei Elemental-Kibbel mehr zur Sicherheit. Vielleicht einfach sogar fünf. Bam. Kannst du nicht schon eine Fabby machen? Na, da fehlen mir, glaube ich, noch Sachen für die Sniper. Wenn ich mal gucke. Sniper. Ja, aber wie ist das mit Munition dafür? Ja, würde auch gehen. Würde anscheinend auch gehen. Wäre vielleicht sinnvoll, die zu craften, ha? Huh? Dafür brauche ich eigentlich nur Sap und ein bisschen C-Paste, denke ich. Ja, komm, let's go. Lass uns das machen, das ist eine gute Idee. Oh, lol. Ich habe ja voll viel. Komm, wisst ihr was? Ich nehme 6 mit. Dann kann ich, glaube ich, alles tamen. Das Zement läuft. Ich warte, ich habe auch Poli hier. Ich glaube, ich brauche gar keinen Poli. Vielleicht kann ich mir die auch schon leisten. Ach nee, das Sap fehlt. Sap und Pace. Stimmt, ich brauche definitiv Sap. Gut, dann gehen wir in Dingens mit der Kettensäge in die Wüste und gönnen uns ein bisschen Sap. Rums, rein da. Du musst die Sniper erst freischalten. War die nicht freigeschaltet? Oh, es fehlt mir noch Level... Boah, muss das sein? Oh nee, Alter. Jetzt reckt der Arsch kein Stamina. Und der Boost geht nicht mehr. Toll. Ich habe ein Problem. Okay, ich bin richtig im Arsch. Reckst du? Verlierst du Stamina? Einfach nur eine Luftschille? Verlierst Stamina. Ich bin am Arsch. Das ist ein Scheißwitz. Unter mir ist ein Origin RG. Hinter mir ist ein Celestial, ein Demonic Megatherium. Beim Stehen bringt mir nichts. Der scheiß Sturm sorgt dafür, dass der Stamina verliert. Und ich verdurste gleich. Ich muss da runter und hoffen, dass da nichts Krasses am Boden ist. Weil rechts sind die Wyvern, hinter mir ist Demonic und vor mir ist ein Origin. Und ich muss trinken. Was ist das da unten? Das ist ein Fabled Unicorn oder so. Und das ist egal. Das juckt nicht. Ich kann ja nicht mal sprinten. Der kann nur schleichen und der Boost funktioniert auch nicht. Droppen und followen. Ja, aber droppen ist halt auch so deadly, ne? Ich will lieber langsam runter und gucken, was hier überhaupt unter mir ist. Das ist nur ein Vanilla-Kano. Ein Vanilla-Wolf. Und ich glaube, ein Vanilla-Skorpion. Ist alles Vanilla, wenn ich das richtig sehe. Oh, lande. Steht er? Er steht. That's what he said. Okay, I'm safe. Hat auch wieder Stamina. Ich habe was zu trinken. Ich habe null Stamina und ich reck auch nicht. Ich fliege. Was passiert, wenn ich jetzt Rechtsklick drücke? Guck mal, wie der schleicht. Das ist echt ein Joke. Wenn ich die Wüste verlassen würde, dann müsste das doch aufhören. Vielleicht kann ich hier rüber. Das ist keiner dumm, was ich mache, glaube ich. Oder? Ah, die Animation ist schon mal weg. Wo hört denn das auf? Mit dem Sturm. Als ob der über die ganze Karte geht. Donner, Hagel und Granaten, es stürmt in Ark. Ich weiß, oh, a bird of culture. Hello. Leute, wer ist er? Will ich. Hat er ein Jetpack dabei? Haha, du kommst auf die Liste. Oh, da brennt was. Komm, gönn, gönn, gönn. Female Fire Megaraptor 55. Let's go. Rein. Scheiße, ich habe 3 Darts. Das reicht niemals, oder? Ich versuche ihn zu aggroen. Ja, das hat schon mal geklappt. Gut. Was hören meine Ohren? Komm ran hier, Kollege. Der turnt gleich, oder? Ich sag, der macht gleich einen U-Turn. Keine Ahnung, warum der abhaut, aber ist gut eigentlich. Weil von hinten reinschießen ist relativ sicher. Ach! Ich gehe Pfeile craften. Alright. We need Narcotic. Das Gute. So viel wie möglich. 100. Wir können auch auf das gehen. Das haben wir schon gemacht. Auf Apex haben wir noch nicht. Aber wir gehen auch auf das Weiße. Machen die Darts an. Okay, seid ihr bereit? Wir werden diesen Mikro-Arsch... Oh, das ist gar kein Mikro-Arsch. Der ist ja richtig groß. Das ist ein Mega-Arsch. Wir werden dem... Oh. I'm sorry. diesen, genau den, aufreißen. Wir haben schon 2 Elemental-Eggs. Geil. Ihr dürft Twitch nicht vergessen. Twitch ist wichtig und richtig. Ich bin andauernd hier. Die ganze Zeit. Mit allen möglichen coolen Sachen. Oh, in den nächsten Wochen steht so viel an, ne? Jetzt am 23. kommt erstmal Dingens, ne? Sons of the Forest. Geil. Würden wir komplett durchsuchten im Stream. Am 21. kommt Atomic Heart. Weiß ich nicht, ob ich das durchsuchte. Habe ich aber vor. Dann kommt jetzt die nächsten Tage am 16.
kommt noch dieses, dieser Monster Hunter-Klon. Wildlands oder wie es heißt. In der nächsten Woche kommen 3 geile Games drauf, wo ich richtig Bock drauf habe, die im Stream durchzuballern. Junge, jetzt einfach der Gott-Gamer. Jeder Schuss ein Treffer, ne? Aber vorhin reingeschissen. Nein, nicht übers Wasser, du. Was tust denn du? Halt, stopp! Wer bist du denn? Du, die haben mich ja komplett verarscht. Er war es gar nicht. Imposter, Junge, Amogus. Komm mal hier hin. Ey! Ey, stopp! Geil. Profit. Progress, meine ich. Plus 1 Breeder. Das ist wieder der Dodge-Meister 3000, ne? Komm, bitte. Ach, du bist so ein Stück Scheiße, ey. Oh, wenn ich jetzt den Dämonik getroffen hätte, ne? Komm schon. Setz dich da einfach hin. Jawohl. Aggrost du mich? Jawohl, perfekt. Mitkommen. Bloß nicht die Aggro verlieren, dann passt's. Ist ein Archaeopteryx, aber ist egal. Kann auch ein Archaeopteryx sein. Es geht nur darum, dass ich Female Elementals habe. Daneben geht das wieder los. Kann man die Sau bolern? Nicht, dass ich mich selbst bohler. Zieh halt hoch. Die kam eigentlich gut. Wow. Mich gerade geaggrot? Ja. Uah. Der wird immer ganz plötzlich aggressiv, der Kollege, ne? Sehr, sehr niedrige Aggro-Range. Gotcha. Oh, ich muss aufpassen, dass ich ihn kille, ey. Ja, noch 2 circa. Scheiß Dinger. Fuck. Okay, das Gute ist, der steckt mich nur in Brand. Das Schlechte ist, der steckt mich in Brand. Und das noch Schlechtere ist, der ist übel schwer. Schnell. Och Mann, und der verliert andauernd die Aggro. Oh, viel zu schnell. Nein, der desinkt. Junge, du bist so ein Arsch. Ohne Scheiß. Oh, Leute, der war so getroffen. Ja, und sobald ich Distanz aufbaue, denkt er sich, nö. Das ist ein Witz. Autsch. 24 von 30k oder so. Ist gleich dead. Ja, ich geb dem immer die Schelle mit, leider. Ich komm halt nicht von dem weg, ohne ihm Damage zu machen. Also zumindest nicht gut. Oh. Skill. Ah! Gefährliches Loch. Ah! Sehen die Sau. Ich bin betäubt? Nein, fuck, wo ist der? Da! Hinterher. Desync. Liegt. Gepasst. Eins geht, oder? Und der ist 55, das müsste passen. Nice. Okay, das. Ja. So, wichtig. Ab nach Hause. Gut. Die Elementals werden gemacht. Oh. Sorry. Ich glaube, ich kann jetzt das erste Apex-Kibbel herstellen, oder? Fehlt da noch irgendwas? Elemental Egg? Gucken wir mal, was da als nächstes in der Liste ist. Toxic Alpha. Apex-Kibbel. Kriegen wir schon den ersten Apex noch getamed heute? Oh, 2 Kibbel. Für den Apex-Dilo würde es reichen, ne? Okay, lasst uns einen Apex-Dilo finden. Zeit, die Strände abzugrasen. Vorhin habe ich, glaube ich, mal einen Apex-Dilo sogar gesehen, ne? Oh, hier ist ein Alpha-Dilo, fast. Scheiße. Langer Tag wieder heute. Apex Male. Apex Male, wir können wenigstens die Breed-Rate verbessern. Oder wirkt sich das überhaupt in dem Ei, in dem Dingens Cage aus? Boah, das ist so gefährlich hier, ne? Apex Female. Oh, lol. 2 Apex Female nebeneinander. AFK einfach. Was? Das ist ein Schwachsinn. Hä? Aha. Auf einmal geht's. Warum landet der Guy hier nicht? Hallo. Aha. 50 Apex rein. Geil. Hier würde ich halt gern direkt mitnehmen, ne? Kann ich mal nach Hause gehen und die noch eintüten. Dann habe ich sogar noch ein Female und ein Male. Das ist richtig strong. Ich nehme mal 3 Kibbel. Passt das? Perfekt. Junge, lande. Was ist dein scheiß Problem? Bist du dumm?
Ja, dann stell dich halt wie so ein Senkrechtaffe in den Boden. Ist mir auch egal. Jawohl. Auch fertig. Nice. Noch ein Female. Und jetzt brauchen wir den Male noch da hinten. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Komm, Inventar zu. Rein hier. Und yeet. Nice. Das war huge. Das war so huge. Waren das 3 oder waren das 4? Damit ist Apex auch gesichert. Bam. Sehr huge. Sehr, sehr huge. Sehr, sehr huge. Extrem Progress, was das angeht. Und ich dachte zu Beginn des Streams, es ist richtig scheiße gelaufen. Das war gut. Das war gut. Okay, ich würde sagen, an der Stelle können wir auch den Primal 4 Part beenden. Beziehungsweise würde sagen, der Stream ist an sich auch vorbei. Haut rein. Tschüss.